Jö, wir sind soweit vorbereitet, also springen wir weiter. Und zwar zum nächsten Sektor. Das wäre entweder Engi Homeworlds. Wäre ein Zivilsektor. Und wir haben, glaube ich, kein Engi an Bord. Davon hätte ich noch gerne einen, um immer noch den Erfolg zu erwischen. Außerdem sind die, wie gesagt, recht praktisch. Oder noch ein Nebel. Nee, komm, Nebel habe ich langsam echt keine Lust mehr drauf. Wir gehen zu den Engi Homeworlds. So, ihr seid angekommen im Engi Space. Der Fall der Föderation hat schwere Zeiten auf diese robotische Lebensform gebracht, aber sie sind normalerweise gewillt zu helfen. Das klingt schon mal sehr gut. Wir haben auch endlich unsere Scanner wieder. Das ist noch viel besser und wir springen zuerst mal dahin. Ihr kommt in dem Sektor an und werdet von einem Forschungsraumschiff gegrüßt. Wir haben keinen Treibstoff mehr. Zwei Treibstoff könnten wir ihnen geben und dafür zwei Drohnenparts bekommen. Wir haben aber schon 19 Stück und können gar keine Drohnen einsetzen. Also lehnen wir ab. Auch wenn es uns leid tut, dass sie jetzt warten müssen, aber so ist das nun mal. Wir haben wichtige Informationen, was auch immer die sein mögen. Und da können wir nicht für jede Kleinigkeit anhalten. So. Wir bekommen einen Hilferuf von einem Engi-Schiff. Hilfe benötigt. Gefahr vorhanden. Zerstörung ist imminent, also bevorstehend. Da helfen wir nochmal. Ihr bekommt eine weitere Nachricht von dem Schiff. Dieses Mal von einem Mantis. Dümmliche Fleischsäcke, schreit er. Die Sensoren zeigen an, dass das Schiff sich auf einen Angriffsvektor bewegt und Leute von der Station rüber teleportieren? Oh. Also, das Schiff greift uns an und wir haben noch Leute, die unser Schiff kapern wollen. Jupp, zwei Mantis. Gar nicht gut. Also Jevon sollte da sofort weg, denn er hält fast gar nichts aus. Ihr beiden solltet mal dahin gehen. Sie haben eine Verteidigungsdrohne, kann aber nur Raketen abschießen, das ist schon mal sehr gut. Das heißt, und noch drei andere Waffen, aber nur ein Ionendisruptor und zwei richtige Waffen, wobei eins ein Beam ist, der wie gesagt nicht so viel Schaden an den Schilden verursacht. Also ja, die Waffen dürften nicht durch unsere Schilde durchkommen. Das heißt, als erstes schießen wir auf deren Schildgeneratoren. So, jetzt müssen aber erstmal alle Crewmitglieder sich richtig bewegen. So, du kommst auch noch hin. Und wir greifen an. Na, der Raum ist zu eng. Okay, kommt mal raus da und versucht sie da unten rein zu locken. Ja, sehr schön. So, Laser sind aufgeladen. Wir schießen auf deren Schilde mit den Burst-Lasern. Und mit den Hull-Lasern. Und alles daneben. Das ist nicht gut. So, Hutz muss weg. In die Krankenstation. Und wir schmeißen mal unsere Tarnvorrichtung an. So, kein anderes Lebensgefahr. Sehr gut, das hätten wir schon mal geschafft. Also du wieder zurück zu deinen Triebwerken. Du in die Krankenstation. Und ihr beide repariert die Sauerstofftanks. So, Burstlaser sind fertig. So. Burstlaser auf Schilde. Hullenlaser auf Schilde. Und alle daneben. Ja, kaum ist... Wer ist das? Hutz mal nicht bei seinen Waffen. Geht alles schief. So, ihr beide in die Krankenstation. Sonst ist alles soweit okay. Sie kommen durch unser Schild nicht durch. Nö. Burstlaser, Schilde. Hall-Laser, Schilde. Wir kommen allerdings auch nur sehr schwer durch ihre durch, aber trotzdem dürften wir das jetzt gewonnen haben. Remo wieder zu unseren Schilden und ihr beide wieder auf Abfangposition. So. Burst-Laser, Schilde. Hall-Laser, Schilde. Einer ist wenigstens durch. Aber wirklich gut vorankommen wir nicht. Aber sei es drum.
Burst Laser jetzt. Hall Laser jetzt. Ah, na also. Damit dürfte die auch Geschichte sein. So, Burst Laser, Hall Laser schon mal auf Vorrat auf die Stelle. Und unsere Schilde sind ausgefallen. Jedenfalls zum Teil. Aber das Schiff ist kaputt. Sehr schön. 3 Treibstoff, eine Drohne, 36 Scrap. Den Treibstoff konnten wir echt gut gebrauchen. Also, nichts mehr zum Reparieren. Alle an Position. Tür zu. Weiter. Da ist ein Hilferuf. Gehen wir aber erstmal dahin. Nee, Asteroiden. Und ein Piratenschiff. Das aber nur 2 Schilde hat und durchgehend bombardiert mit einem Asteroiden. Das dürfte nicht lange halten. Also warten wir kurz, bis beide Laser voll sind. Schmeißen kurz unsere Tarnung an. Damit die Rakete vorbeifliegt. Genau. Und alles auf deren Schilde. Wohl. Schilde sind schon angeschlagen. Der Hull-Laser bitte auf die Hull. Nur einer getroffen. Schade. Na gut. Aber die Asteroiden werden da schon genug Schaden verursachen. Versucht zu entkommen. Nee, nix da. Versucht, um sein Leben zu feilschen. Mit 4 Treibstoff, einer Drohne, 25 Scrap. Nö. Die schießen wir klumpig. So, eine Rakete kommt angeflogen. Tarnsystem. Rakete fliegt vorbei. Sehr schön. Und er ist zerstört. So muss das laufen. 2 Treibstoff, 2 Raketen und 55 Scrap. Es lohnt sich echt fast immer, die zu zerstören. So, uns fehlt noch ein Energie, um die Triebwerke einigermaßen gut zum Laufen zu behalten. Ja, das müssen wir woanders machen. Wir müssen hier erstmal raus. Und zum Hilfssignal. Euer Cockpit erleuchtet vor lauter Warnsignalen. Wir werden von einem nahegelegenen Schiff als Ziel genommen. Der Hilferuf war wohl eine Falle. Okay. 3 Waffen. Das ist, glaube ich, ein Raketenwerfer. Das könnte haarig werden. Und unsere Tarnvorrichtung ist nicht aufgeladen. Wie kommt das denn? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sobald er schießt, müssen wir uns tarnen. Hihihihi. So, Burst Laser ist aufgeladen. Ey, die Rakete hat trotzdem getroffen. Und unser Tarnsystem, das ist ja komisch. Also, Burst Laser, Schilde, Hull Laser, warten wir kurz. Jo, auch drauf. Na, und nur beschädigt. Laser kommen nicht durch die Schilde, aber die Rakete trifft. Lösch mal. Und du lösch auch mal. Burst Laser wieder auf die Schilde. Schilde kaputt. Hull Laser auf die Waffen. Waffen angeschlagen. Unsere Waffen sind ebenfalls angeschlagen. Da schicken wir doch mal Hutz wieder zurück. Komm schon, wir brauchen unsere Burst Laser. Tarnsystem an. Die Schüsse kommen gerade rein. Und vorbei. Ah, oder auch nicht. Also wir haben 84 Ausweichen und trotzdem hat die Rakete jetzt schon 2-mal getroffen. Das ist echt übel. Aber na gut, das Türensystem ist nicht so wichtig. Wir schießen mit unserem Hull-Laser auf die Schilde. Er versucht zu fliehen. Das ist nicht gut. Wir brauchen Waffen. Wir brauchen schnell Waffen. Antrieb, Antrieb. Rakete ist vorbei, sehr gut. Und Antrieb ist zerstört, sehr schön. Sie wollen verhandeln, nix da. Wir machen euch kaputt. Autsch, das war mal eben der Sauerstoff. Und kaputt. Gute Sache. Haben zwar einiges an Schaden genommen, aber 42 Scrap, 3 Treibstoff und 2 Raketen. So, du hilfst da beim Reparieren. Du gehst dich mal heilen. Du auch. Der Rest ist nicht angeschlagen. Du wieder zurück auf Posten. Du wieder zurück auf Posten.
Du gehst da auf Warteschleife und du da auch. Ich schicke niemanden hier in das Tarnsystem, weil das Tarnsystem keinen Vorteil dadurch hat, dass irgendwelche Crew mithilft. Also es ist kein so ein Männchen oben drüber. Was ich aber gerade sehe, unsere Waffensysteme haben ein Männchen und zwei Sterne drauf. Das heißt, unser Hutz ist schon auf maximaler Stufe, wodurch die Waffen 19% schneller laden. Das ist doch mal sehr schick. So, aber du musst zurück ins Cockpit. So, 192. Jetzt kaufen wir noch mal eine Energie, damit wir die Triebwerke weiter ausbauen können. 29 ausweichen. Sehr gut. Was könnten wir jetzt noch machen? Wir haben 162. Wir brauchen keine größeren Einkäufe mehr. Das teuerste ist eigentlich schon das Tarnsystem, das haben wir ja. Das heißt, wir könnten jetzt Schilde versuchen auf Stufe 4 zu bringen. Oder ein wenig Kleinkram kaufen. Wie zum Beispiel unser Tarnsystem weiter ausbauen, dass es den doppelt so lange hält. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das nehmen wir schon mal mit. Dafür brauchen wir noch eine Energie. Sensoren. Wenn wir das aufstufen würden, könnten wir das Innere der anderen Schiffe sehen. Was ganz praktisch wäre, wenn wir irgendwelche Crewmitglieder gezielt umbringen wollen. Aber nee. Wenn wir das hier erhöhen würden, das Pilotensubsystem, würden wir ein Viertel unserer Ausweichwertung bekommen, auch wenn kein Pilot am Steuer ist. Was aber so gut wie nie vorkommt. Wir könnten noch einmal erhöhen, damit wir auf Ausweichen 20 kommen. Also 20 Grundwert. Oder Cloaking gleich nochmal erhöhen, damit es dreimal so lange hält. Ich glaube, das mache ich. Obwohl es eilt nicht. Noch kommen wir ganz gut klar mit den gegnerischen Schiffen. Ich glaube, ich bewahre die 102 erstmal auf. So. Alles soweit repariert. Weiter. Wir wollen... Oh, die kommen recht schnell nah ran. Weil ja kein Nebel da ist. Wir kommen an eine Zoltan-Forschungszentrale. Sie suchen genetische Veränderungen durch Stasis, Schlaf und Langzeit schneller als Lichtgeschwindigkeitsreisen. Sie fragen, ob unsere Crew Lust hätte, kurz gescannt zu werden. Also ja, weil wir das durchgehend haben. Wir sind ja nur am Rumspringen. Also machen wir da mal mit. Wir haben ja auch genug Crewmitglieder übrig, in Anführungszeichen. Sobald wir docken, springen Piraten an Bord und ein gegnerisches Schiff taucht auf dem Radar auf. Ihr hört die Soltans aus der Entfernung schreien, wir werden hier als Geiseln gehalten. Oh, okay. Vier Leute, die hier unser Schiff kapern wollen. Dann machen wir doch mal das hier alles auf. Du läufst mal weg. Ihr beiden lauft dahin. Ja, macht euch den Antrieb kaputt. Das ist mir egal. Ihr werdet da einfach so ersticken. Also, sie fahren ihre Waffen hoch, haben nur zwei Schilde. Warten wir kurz bis... Wow, sind die schnell. Du hilfst da auch nochmal mit. Du hilfst so lange mit den Schilden. So, die vier kriegen da schon hin. Sobald die feuern, kommt unser Tarnsystem, das wir auch einmal aufstufen sollten. So, piu piu, Tarnsystem an. So, unser Sauerstoff ist kaputt. Okay, machen wir die Türen hier mal alle auf. Obwohl, die Tür sollten wir zulassen. So, Burst Laser ist aufgeladen. Wir schießen auf deren Schilde. Nochmal auf deren Schilde mit den Hall-Lasern und angeschlagen. Von uns ist bisher keiner schwer verletzt. Das ist schon mal sehr gut. V-Mod geht langsam runter. Können wir dich schon dahin schicken zum Reparieren? Kommst du da durch? Ja, dann reparieren wir ganz schnell. Remo geht zurück zu den Schilden. Hutz bleibt bei den Waffen. V-Mod geht heilen und Johnson auch. Burst Laser sind fertig. Burst Laser auf Schild. Autsch. Hall-Laser auch auf Schild. Und deren Schild ist endgültig kaputt. Gut, gut. Wir warten, bis sie schießen. Tarnen uns. Und sie treffen uns trotzdem. Ah, weil die Triebwerke ausgefallen sind, können wir kaum ausweichen.
sind wir bei nur in Anführungszeichen 60%. So, du gehst mal da reparieren. Die Türen machen wir auf. Laser sind fertig. Wir schießen auf das Waffensystem. Nochmal auf das Waffensystem. Und haben gleich gewonnen. Sehr schön. Oh, 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 oh. Lauf, 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 lauf. Du heilst dich mal. Wir sollten vielleicht warten, bis wir genug Sauerstoff haben. 3 Treibstoff, eine Drohne, 47 Scrap. Und danke für die Befreiung. Bitte nehmt dies. 3 Treibstoff, eine Rakete, 96 Scrap und eine Anti-Personal Drone. Die könnten wir bei uns loslassen, um solche Kaperer anzugreifen. Aber wir haben immer noch kein Drohnensystem, also bringt uns immer noch nichts. Na gut, wir machen mal da auf. Oh, warte. Da ist ein Leck. Deswegen geht der Sauerstoff da nicht rein. Okay. Dann müsst ihr... Du musst dich auch nochmal heilen. Ihr drei. Flitzt da mal ganz schnell rein, repariert das. So, das Leck müsste schon beseitigt sein. Das heißt, die können jetzt alle raus. Ab in die Krankenstation. Und jetzt müsste der Sauerstoff dann nach und nach reingepumpt werden, weil das Leck halt weg ist. Und dann können wir auch in Ruhe den Antrieb reparieren. Ja, doch, langsam. Langsam wird es schwieriger. Ist halt auf easy einfach so. Der Anfang ist Pipifax und dann wird es nach und nach schwieriger, bis es ganz am Ende eine richtige Herausforderung wird. Johnson war ein Nahkämpfer, der kommt einfach hier hin. Du guckst mal, ob du da inzwischen wieder atmen kannst. Kriegst keinen Schaden. 70 Lebenspunkte bleiben konstant. Okay. Türen alle zu. Immer noch kein Schaden. Sehr gut. Alle auf Posten. Muss nur noch sehr viel repariert werden. Na komm, dann hilf mal ganz kurz aus. Du kriegst ja auch ein wenig Reparaturskill. Hutz. Hat er noch nicht so viel. Und... Fertig. Du zurück zu deinen Waffen. Und einen Punkt noch auf die Antriebe. So, das hätten wir auch geschafft. Jetzt machen wir einen kleinen Cut und gleich springen wir weiter.